Wen haben wir denn da? Was macht denn ihr hier? Was machst du denn hier? Leander hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Sag mal, was macht ihr hier? Wo ist Leander? Das wissen wir nicht, oder? Keine Ahnung. Aber was machst du denn hier? Gehörst du Schnauze? Nee. Ich glaub schon. Warum weiß die Mutter denn nicht, wo der Sohn ist? Was wollt ihr denn hier? Habt ihr wieder Kontakt miteinander oder was? Wir sind einfach so hier. Sagt mir jetzt, wo mein Sohn ist. Sofort. Keine Ahnung, wo der ist. Hier, da ist Leanders Fahrrad. Ja, das ist jetzt mein. Nee, ist es nicht. Es ist Leanders. Wo ist er? Gibt's doch überall so ein Fahrrad. Wo ist er? Ist doch an jeder Ecke. Ich hab eh schon die Polizei gerufen. Und ihr kriegt es? Ja, die Polizei. Nicht gebacken. Ja, lass mal abhauen, Mann. Hey! Die Polizei, hallo. Ich hab angerufen, hallo. Also, mein Sohn hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich sollte hierher kommen und auf einmal treffe ich hier die ehemaligen Kumpels Tom und Ben und eigentlich hat er mit denen keinen Kontakt mehr. Was ist denn mit ihrem Sohn passiert? Warum hat er Ihnen eine Sprachnachricht geschickt? Ich sollte hierher kommen, er hat eine Drohne, aber hören Sie erstmal. Hi, aber kannst du bitte einmal zu dem Industriegelände kommen, da wo ich in letzter Zeit häufiger Drohne geflogen bin? Ich brauche echt deine Hilfe. Hey! Hey, was macht ihr denn auf? Okay. Warum bin ich sofort hierher? Was war mit den zwei Jungs hier, die eben hier standen, die wir gesehen haben? Die sind aus der rechtsradikalen Szene. Mein Sohn hat eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Der war mal tief mit drin und hat mir versprochen, dass er das nicht mehr ist. Und er ist raus. Und jetzt auf einmal komme ich hierher und wünsche mir, dass er kommt. Sind Sie denn bedroht worden von den Jungs? Ja, die haben mich umkreist und da wollten mich beschimpfen. Und da ist auch das Fahrrad von meinem Sohn. Okay. Und sie hätten keine Ahnung, wo es ist, aber irgendwas muss ja passiert sein. Nach unserem Eintreffen hat Frau Fritz uns dann auch sofort die Tonaufnahme vorgespielt von ihrem Sohn. Darauf war zu hören, dass der Sohn die Mutter hier zur Hilfe gerufen hat und auch tatsächlich, dass hier eine Schlägerei stattgefunden hat. Dann hat die Tonaufnahme abrupt abgebrochen. Das war für uns sehr besorgniserregend, weil wir auch unverzüglich die verletzte Person dann auffinden wollten. Dann lassen Sie uns mal reingehen, Frau Kirsten. Ich habe auch schon geguckt, wo die Drohne vielleicht irgendwo fliegt, aber ich habe keine Chance gehabt. Haben Sie gesehen, ob die Jugendlichen irgendwelche Waffen bei sich hatten, Messer oder dergleichen? Gar nicht, sie haben mich nur im Kreis. Nachdem die Mutter uns auch erzählt hatte, dass ihr Sohn zuvor in der rechtsradikalen Szene unterwegs war, konnte ich ihre Besorgnis schon sehr nachvollziehen. Wir wollten natürlich prüfen, warum der Sohn jetzt verschwunden ist und warum er selber in der Sprachnachricht auch so besorgt geklungen hatte. Die Retter sind in großer Alarmbereitschaft. Die Lagerhalle ist weitläufig und liefert viele Möglichkeiten für einen Hinterhalt. Polizeikommissarin Lisa Göpel und Polizeihauptkommissar Manfred Feldmann müssen jederzeit damit rechnen, auf gewaltbereite Personen zu treffen. Hallo, die Polizei? Hallo? Hier ist auch jemand. Hey, Buni! Alles okay, alles ist okay. Alles ist okay. Hey, Buni! Sprechen Sie Deutsch? Speak German? Wir haben die Halle nach und nach durchsucht. Sehr große, sehr unübersichtliche Halle, deshalb sind wir da auch sehr vorsichtig vorgegangen und haben dann auch tatsächlich eine männliche Person gefunden, aber das war nicht der vermisste Sohn. Wir tun ihm nichts. Alles gut. Sei Boni. Sei Boni. Der Rettungsdienst kann mal mitkommen, wir gehen mal vor. Sei Boni. Ich bleib hinter dir. Everything is fine. Everything is fine. Alles gut. Alles gut. Der Boni. You're injured? Der Boni. You're injured here? Der Boni. Aber er versteht nicht. Der versteht uns nicht. Rassi! Rassi! Okay, aber er ist verletzt. Rassi! Überall! Polizei! Er scheint Angst vor uns haben. Keine Polizei. Polizei, le! Wir sind keine Polizei. Rassi! Können wir uns ihre Wunden mal anschauen? Rassi! Ja, okay. Der Boni! Zunächst mussten wir davon ausgehen, dass von der Person auch ein gewisses Aggressionspotenzial ausgeht. Das hat sich dann aber wesentlich gebessert, als die Sanitäterinnen auf ihn zugegangen sind, sodass wir davon ausgegangen sind, dass er wirklich nur Angst vor der Polizei hat. Alles gut. Gucken Sie mich mal an. Kennen Sie den jungen Mann? Haben Sie ihn schon mal gesehen? Noch nie. Hast du Leander gesehen? Verstehst du mich? Leuchte mal kurz in die Ich denke, er versteht uns nicht. Lassen Sie die Kollegen vom Rettungsdienst mal den Mann erst versorgen und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Mit der Polizei im Rücken hatte ich ein sicheres Gefühl. Natürlich müssen wir selber auch auf Eigenschutz achten. Allerdings waren die Kollegen immer in Reichweite und wir haben uns auch sehr langsam und vorsichtig dem Patienten angenähert. Haben Sie Schmerzen? Aua! Rassi. Aua! Rassi. Kopf! Rassi. Sonst? Rassi. Rassi. Okay. Rassi. Hier ist der Rucksack von Leander!
Sind Sie sich sicher? Das ist doch hier, das ist seiner. Wollen Sie da bitte einmal reinschauen? Können Sie einmal reinschauen? Komplett leer? Da ist nichts drin, gar nichts. Schau schon Handschuhe an. Sind Sie sicher, dass das der Rucksack gerissen ist? Ja, da hat er seine Drohne reingepackt, damit er sie hier fliegen lassen kann. Okay. Drohne, okay. Aber ist nichts drin. Sieht so aus, als würde die verletzte Person ja hier auch wohnen. Wenn er schon so aussieht, wie sieht dann mein Sohn aus? Ich glaube nicht, dass er was damit hat. Warten Sie eine Sekunde, wir gehen noch mal rüber. Wie sieht's bei euch aus? Soweit gut, also er hat sich beruhigt. Ja. Er hat scheinbar eine Schnittwunde. Ich glaube, eure. Jetzt läuft die auch noch weg. Ich rufe einen zweiten Wagen noch. Genau, dazu, wir kommen so lange nach, zur Not sagen wir Bescheid. Okay, Arnold für 1323. Arnold hört. Wir brauchen hier dringend noch ein zweites Fahrzeug alleine zur Unterstützung. Wir schauen. Wir haben jetzt hier eine männliche Person aufgegriffen, versteht kein Deutsch, wird von den Sanis verarztet, der ist verletzt. Von dem verschwundenen Sohn haben wir aber hier noch nichts weiter gefunden. Ja, habe ich zumindest einen Streifenwagen rollt. Die Mutter hat ja schließlich auch den Rucksack ihres Sohnes gefunden. Es war eine Person verletzt und man konnte den Eindruck gewinnen, dass es hier tatsächlich eine Schlägerei gegeben hat. Befand sich der Sohn in Lebensgefahr. Wir mussten also dann unbedingt weiterziehen, damit wir den Sohn auch noch rechtzeitig finden. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, als er mit den Rechtsradikalen da durch die Gegend gezogen ist. Und auf einmal sind die wieder hier. Die hatten auch... Warte mal, hörst du das? Leander? Wo kam das her? Das hört sich nach da hinten in der Lagerhalle an, oder? Kann sein. Aber Ihr Sohn ist in der Szene nicht mehr, also nicht mehr drin. Eigentlich hat er mir versprochen, dass er raus ist. Und wir waren auch wie lange ist das her? Holen. Ein Monat, zwei Monate. Okay. Die Polizeibeamten müssen auch in Erwägung ziehen, dass Kerstin Fritz' Sohn Leander doch wieder Teil der rechten Szene ist und den ausländischen jungen Mann möglicherweise attackiert hat. Oder ist er doch selbst ein Opfer? Noch immer fehlt jede Spur von dem 16-Jährigen. Auch natürlich das schwierig ist alles zu orten. So dunkel das ist hier. Alles verlassen. Müssen wir echt aufpassen. Warte mal, sollen wir noch mal. Warte mal, Moment. Warte. Scheint da hinten irgendwo da hinten zu sein. Ja. Die Mutter hat uns im Laufe der Suche noch einige Informationen über die rechtsradikale Vergangenheit ihres Sohnes zukommen lassen. Wir haben dann im Hintergrund wieder Geräusche gehört. Und deshalb musste ich dann auch loslaufen und schauen, was da los ist. Da ist jemand. Die Polizei! Wieder mir! Sie sind wer? Das ist das einer der Männer, der Sie bedroht hat? Ach, die lügen doch! So, Sie bleiben jetzt mal ganz ruhig. Hände weg, ich möchte Ihre Hände sehen. Wo ist Leander? Frau Fritz, bleiben Sie mal bitte im Hintergrund. Er hat sich hier festgehangen. Okay. So. Jetzt habe ich ihn. So, Sie kommen. Sie kommen mal hier rüber. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein. Sind Sie alleine hier? Nein. Moment. So, mein Freund, jetzt ist hier Schluss. Was wollt ihr von mir? Das kannst du uns gleich erklären. Wo ist Leander? Tom, bitte sprich doch jetzt so, mit alles mir. Klar. So, jetzt sagen Sie mir mal bitte, wie Sie heißen. Tom. Tom, wie? Berger, Tom Berger. Okay. Herr Berger, wann sind Sie geboren? 14.01.2005. Alles klar. Was machen Sie hier? Ich war ja einfach so gewesen. Einfach so? Einfach so. In der leeren Lagerhalle. Ich war bedroht. Ach, das war doch nicht bedrohen. Wer ist ihr? Mit wem waren Sie hier? Ihr Kumpel heißt Ben. Ja, ich war mit Ben hier gewesen. Der ist nach oben in abgehauen. Nach oben? Ich mach mal eben eine Abfrage. Ja. Nachdem ich die Person befreit hatte, versuchte sie zu fliehen. Wir konnten sie dann festhalten. Aus Gründen der Eigensicherung haben wir dem jungen Mann Handfessel angelegt. Das war auch eine gute Idee, wie die Ergebnisse der Personenüberprüfung zeigten. Denn sie war polizeibekannt wegen diverser Körperverletzungsdelikte. Und es gab auch den Hinweis für uns, Gefahr, Eigensicherung beachten. So, Herr Berger, dann würde ich Ihnen vorschlagen, erzählen Sie uns jetzt mal, was sich hier genau zugetragen hat. Okay. Sie sind bei uns amtsbekannt. Ja. Und deshalb erzählen Sie uns mal, was hier passiert ist. Und vor allen Dingen, warum Sie die Dame bedroht haben. Das Ganze hat angefangen, dass wir eine Truppe gewesen sind. Und dann kamen wir hier an, dann haben wir gesehen, also der Ben und ich. Wo ist der Ben jetzt hin? Der ist nach oben abgehauen. Ich habe keine Ahnung.
dass der andere ein Verräter ist. Wieso Verräter? Ja, der ist jetzt die ganze Zeit mit den anderen Jungs. Und dann hat er auch noch den Flüchtling zusammengeschlagen. Der Leander hat den Flüchtling. Leander, doch. Nein. Doch, war er gewesen. Er hat mit euch nichts mehr zu tun. Er hat mir versprochen, dass er da raus ist. Du weißt doch gar nichts über deinen Sohn. Natürlich weiß ich das. Er hat mir doch noch eine Sprachnachricht geschickt, dass ich dringend kommen soll. Ich sag dazu gar nichts. Warum sind deine Fingerknöchel denn kaputt? Genau. Und die von Ben? Weil Leander zugeschlagen hat? Polizeihauptkommissar Manfred Feldmann und Polizeikommissarin Lisa Göppel setzen umgehend die Suche nach dem Vermissten fort. Die Sanitäter sind in der Zwischenzeit noch immer dabei, den jungen Obdachlosen zu stabilisieren. Neben seinen Verletzungen ist er dehydriert und stark unterkühlt. Sollte auch Leander Fritz tatsächlich verletzt sein, zählt möglicherweise jede Minute. Da liegt auch noch jemand. Leander! Ich bleib hier. Bleibst du mit ihm? Leander! Hallo, die Polizei. Kommen Sie mal, ich helfe Ihnen. Können Sie aufstehen? Mir. Ich versuche mich auf. Das kann nicht gehen. Da haben wir den Verräter, ne? Sie sind jetzt hier ruhig. Wir haben den Sohn dann auch schließlich unweit der Tür gefunden. Er lag da auf dem Boden, hatte eine blutige Nase, konnte man feststellen. Und auf seiner Stirn hat auch jemand das Wort Verräter geschrieben. Er war sehr verängstigt, weswegen wir uns auch entschieden haben, dann sofort noch einen zweiten Rettungswagen hinzuzufügen. Arnold für 1323. Komm, 1323. Ja, wir brauchen dringend noch einen zweiten RTW hier zur Einsatzstelle. Wir haben noch eine männliche verletzte Person jetzt hier aufgefunden, was auch der vermisste Sohn ist. Wo ist Adil? Ich muss. Der zweite RTW ist schon auf dem Weg. Ich muss zu Adil. Wo ist Adil? Wir müssen zu Adil reden. Wer ist Adil? Adil ist ein Kollege von mir, mein Freund, dem ich geholfen habe. Der kein Deutsch spricht. Ja, genau. Und der hier vorne in dem Vorraum wohnt. Ja, okay. Genau. Dann gehen wir jetzt mal da langsam wieder rüber. Wer hat sie so zugerichtet da? Wo ist Adil denn? Wo ist der? Dem Adil geht's gut, der Rettungsdienst ist da, die Damen versorgen den. Dem geht's soweit gut. Aufgrund der Verletzungen hatte ich den jungen Mann dann gebeten, er möge doch bitte sitzen bleiben. Aber er war sehr unruhig und fragte auch immer, wie geht's Adil, wo ist Adil? Weswegen wir dann davon ausgegangen sind, dass die Person, die wir zu Anfang aufgefunden hatten, die Angst vor der Polizei hatte, dabei musste es sich dann auch um Adil handeln. Wer hat sie denn jetzt so zugerichtet? Damit wir da mal hier ein bisschen Licht ins Bild bringen. Die Jungs waren das. Die beiden. Also der Tom und? Ja, genau, und der Ben. Die kenne ich noch von früher. Okay. Das heißt, die haben damit überhaupt nichts zu tun? Nee, sonst sehe ich auch nicht so aus. Und haben die das dem Adil auch angetan? Weißt du was? Ja, das waren die. Gut. Tom, möchtest du uns dazu noch was sagen vielleicht? Auf keinen Fall. Ich muss ihn mal belehren als Beschuldigter jetzt. Ne? Sie haben gehört, steht zumindest mal der Verdacht einer Körperverletzung hier im Raum. Sie müssen bei der Polizei keine Angaben zur Sache machen. Ja, muss ich Sie darüber belehren. Sie haben gesagt, Sie möchten auch nichts weiter sagen. Nein. Okay. Wir nehmen Sie trotzdem mit auf die Dienststelle, ja, damit wir da jetzt gleich auch eine Vernehmung dergleichen durchführen können. Die Kollegen sind auch gerade eingetroffen draußen. Wolltest du ihn eben rausbringen? Dann ja. Ich bringe dich. Kann er da ins Fahrzeug gesetzt werden? Alles klar. Auf die beiden Jungs, die Leander und Adil verprügelt haben, wird sicherlich ein Strafverfahren hinzukommen. Hier über Leander werden wir auch sicherlich schnell die Personalien des noch flüchtigen zweiten Täters bekommen, sodass wir auch hier eine Strafanzeige wegen Körperverletzung vorlegen können. Leander! Lebes, Leander! Lebe, ist alles gut, wirklich. Alles gut. Polizei. Du brauchst keine Angst haben. Ja, aber warum wohnt er denn hier? Weil Sie sind scheinbar auch hier. Ja, er ist geflüchtet aus Syrien. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen Angst vor ihm, weil er hier auch nicht gemeldet ist. Und genau das wollte ich auch mit dir besprechen. Deswegen habe ich dir die Sprachnachricht geschickt. Und ich wollte mit ihm zur Ausländerbehörde gehen, damit wir das halt ein bisschen klären, weil das ist hier ja auch kein Zustand. Okay. Also er ist ein Geflüchteter aus Syrien, dem du geholfen hast. Genau, und dem habe ich Essen gebracht, damit er halt hier nicht verhungert. Und dann, ja. Es hat sich herausgestellt, dass Leander Adil hier schon seit geraumer Zeit betreut, ihn mit Nahrung versorgt, auch mit Kissen und Decken und seine Mutter zur Hilfe gerufen hat, um mit ihm gemeinsam zur Ausländerbehörde zu gehen, damit Adil sich hier auch registrieren lassen kann und ihm auch von den deutschen Behörden geholfen werden kann. Dann sind Sie quasi von Ihren Ex-Bekannten dabei erwischt worden, auf gut Deutsch gesagt. Genau, und
Früher in der Schule haben die mich halt so ein bisschen aufgenommen in ihre Clique. Und natürlich weiß ich, dass das mit dem Rechtsextremen nicht gut ist. Und das habe ich auch dann irgendwann gemerkt. Und da habe ich mich von denen so ein bisschen abgeschottet. Aber an der Stelle muss man auch mal sagen, dass das ganz toll von Ihnen ist, dass Sie so geholfen haben. Ich wollte einfach beweisen, dass ich nicht rechts bin. Weil ich finde sowas selbst total schlimm. Schlussendlich war es doch für uns ein schöner Einsatz. Wir konnten recht schnell die beiden verletzten Personen finden. Ich kann verstehen, dass Leander auf seine Weise hier Adil helfen wollte, um sich auch selbst zu beweisen, dass er seine rechtsextreme Vergangenheit abgelegt hat. Aber es wäre wirklich für alle sinnvoller und auch hilfreicher gewesen, wenn er von vornherein die Hilfe seiner Mutter oder auch die Hilfe der Behörden gesucht hätte. Kerstin Fritz bietet ihrem Sohn an, den jungen Flüchtling bei seinen Behördengängen und seinem Asylverfahren zu unterstützen. Doch zunächst muss Adil Musa im Krankenhaus wieder zu Kräften kommen. Die beiden Schläger Tom Berger und Ben Heimann müssen sich vor dem Jugendgericht wegen mehrfacher Körperverletzung verantworten.